Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem Morgen-Muckbang von mir. Wir haben jetzt gerade 9:30 Uhr. Ich bin heute mega spät dran. Ich habe gerade schnell meine Haare gewaschen, geschminkt habe ich mich nicht. Habe ich überhaupt gar keine Lust drauf gehabt. Ich habe nicht mal mein Bett gemacht, gar nichts. Gott, ich bin heute aufgewacht, Leute. Ich war so verpennt. Es hat sich so angefühlt, als hätte ich gestern nur gesoffen. So bin ich heute Morgen aufgewacht. Gestern war extrem beschissener Tag für mich. Also eigentlich war der gut. Bis mir was passiert ist, wo ich dann erstmal geheult habe. Ich habe geheult, geheult, geheult. Das werde ich ja bei meinem Vlog heute erzählen, was passiert ist. Deswegen will ich dazu nichts sagen. Aber es ist auf jeden Fall für mich etwas passiert, wo ich dachte so, nein, nein. Ich sag nur so viel, es geht wieder um diese Kette hier. Oh Gott. Und dann habe ich gestern so Kopfschmerzen gehabt, dass ich mega früh schlafen gegangen bin. Ich habe nicht vorgearbeitet. Dementsprechend muss ich gleich noch meinen DM live voll hochladen. Weil heute ist nämlich der 1. Mai erstmal. Ist heute nicht Tag der Arbeit oder irgendwie sowas. Hätte der nicht morgen sein können, dann hättet ihr, glaube ich, alle frei gehabt. Keine Ahnung, irgendein Tag ist heute irgendein besonderer Tag. Mein Papa heute auch so, herzlichen Glückwunsch, so nach dem Motto, heute ist der 1. Mai. Ich habe keine Ahnung, was heute ist, außer dass heute der 1. Mai ist und dass ich heute den DM Live voll hochladen muss. Hier ist noch ein Stückchen drin. Eiskaffee, wie immer. Ich muss mich gleich noch schminken und das Intro und Outro machen. Aber ansonsten. Heute habe ich hier so ein Blätterteigbrötchen. Das ist irgendwie wie Croissant, bloß in so einem Dreieck von Aldi. Auf dem einen habe ich Leberwurst drauf. Und dann ist das hier so irgendwie so Putengedöns, keine Ahnung, und eine Scheibe Käse. Und bei dem anderen hatte ich keinen Bock mehr, ob da Curryketchup drauf geknallt. Ja, that's me. Ich kann Curryketchup mit allem essen. Ich liebe Curryketchup. Und obendrauf gibt es vielleicht unten noch Milchreis. Muss ich auch gleich noch runtergehen und essen. Aber ich wollte unbedingt mein Brötchen hier essen. Das wird sonst so trocken und so ekelhaft. Und morgen will ich das dann nicht mehr essen. Update zu Pascal. Pascal geht es auf jeden Fall schon viel, viel besser. Es war noch nicht ganz, aber viel, 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 viel besser. Der hustet schon weniger. Der hat ja ein Medikament bekommen. Dieses Medikament schlägt erst so richtig nach 3 Tagen an. Ich glaube, gestern war der 3. Tag. Ich glaube, gestern war der 3. Tag. Und es geht ihm auf jeden Fall schon besser. Er kann einigermaßen gut die Nächte durchschlafen. Manchmal wacht er dann nochmal auf, weil er husten muss. Aber halt jetzt nicht so wie vor einer Woche, dass er vor Husten überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen ist nachts. Der hat das ganze Haus wach gehustet. Die Eltern hat er zum Glück nicht erwischt, weil sein Bruder und er waren halt krank, richtig krank. Und Papa und Mama haben es nicht erwischt, also die sind gesund geblieben, Gott sei Dank. Wir haben gestern übrigens im Baumarkt, da haben wir was gegen unsere Ratte hier gekauft, weil wir haben höchstwahrscheinlich eine Ratte. Die Nachbarin hat eine Ratte gesichtet, also gehen wir davon aus, dass hier bei der Nachbarin am Schuppen hoch die Ratte hochklettert. Sicher sind wir uns nicht, dass es eine Ratte ist, aber wir denken es. Wir haben jetzt gestern bei Tom, war das glaube ich, so eine große Rattenbox gekauft und haben die aufgestellt. Der Mann bei Tom wollte uns erstmal solche Köder geben. Dann habe ich gedacht, ich will die Ratte irgendwie nicht töten, keine Ahnung. Mein Papa, der ist ja egal, Hauptsache die Ratte ist weg, ne? Und sie stört uns nicht mehr beim Schlafen. Gerade mein Vater, der mega früh raus muss. Mein Vater hat einen richtig anstrengenden Job. Mein Vater ist LKW-Fahrer und ist von Montag bis Freitag nicht zu Hause. Der arbeitet manchmal so lange und muss fahren, 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 dass ihm jeder Schlaf kostbar ist. Und den stört es halt einfach extrem, wenn diese Ratte mal meint, um 2 Uhr morgens dann plötzlich, wo mein Vater noch 3 Stunden schlafen kann, laut sein zu müssen. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns erstmal das mit der Box versuchen. Also okay. Jetzt haben wir die aufgestellt in der Hoffnung, dass es funktioniert. Hoffen wir. Ist aber schon so eine große Box. Falls es irgendwas anderes ist, denke ich, dass es da auch reinpassen könnte.
Kann ja aber nicht sein. Und vor allem die Nachbarin, die tut bei uns nichts. Wir haben sie schon zweimal angesprochen. Beim zweiten Mal hat sie wieder... Wir haben mit der überhaupt nichts mehr am Hut. Also wir sagen da auch nicht mehr Hallo. Wir sagen jedem Nachbarn hier Hallo. Aber ihr nicht mehr. Keiner von uns. Also von uns dran hier. Meine Mama, mein Papa oder ich. Niemand sagt mehr Hallo. Weil wir die einfach so nicht leiden können. Und sie uns nicht. Sie meinte immer zu allem einen Kommentar abzugeben. Meine Eltern haben sich neue Platten gekauft für den Garten und den Weg da halt neu zu machen. Hat sie wieder schon wieder gemeckert mit den Nachbarn drüber. Meinte sie zu lästern zu müssten. Hä? Schon wieder haben die sich irgendwas gekauft. Die geben hier niemals mehr Ruhe. Meine Mutter hat sich ein Pavillon bestellt. Da hat sie mega lange drauf gespart. Hätte sie eigentlich noch weiter sparen müssen, aber es gab so krasse Prozente wegen diesem Pavillon, dass meine Mutter den sich schon früher leisten konnte, sagen wir mal so. Der kommt auch nächste Woche. Das weiß sie jetzt auch schon, weil die Nachbarn das gesagt haben. Sie versteht sich mit ein paar Nachbarn, mit ein paar, aber nicht mit allen. Voll viele mögen sie einfach nicht. Und die Nachbarn haben mir das gesagt, dass schon wieder was Neues kommt. Und die so, nee, kann doch nicht sein. In diesem Haus werde ich niemals mehr Ruhe haben. Ja, Pech, und nur weil du in deinem Haus jetzt machen willst. Auf jeden Fall zurück zur Ratte. Wir haben sie angesprochen. Nee. Die will nicht mal gucken, also müssen wir das jetzt selbst in die Hand nehmen. Und die Ratte läuft bei ihr an ihrem Schuppen hoch. Und sie hat auch oben ein Loch und das würde alles zusammenpassen. Weil durch dieses Loch kommt sie auch unters Dach dann. Nicht schön. Ich habe doch letztens richtig Hops genommen. Aber richtig Hops genommen. Wir betteln uns also... Oh, Leute, seitdem ich hier wohne, fahre ich immer auf den einen und denselben Parkplatz. Wir haben hier zwar offene Parkplätze, das gehört hier keinem von uns, aber die Bewohner haben sich trotz dessen irgendwie selbst ihren Parkplatz zugeteilt. Sagen wir mal so, hier steht so gut wie jeder immer auf demselben Parkplatz. So. Und meine Mama fährt immer oft so gesehen wie auf ihren Parkplatz und die Nachbarn immer auf ihren Parkplatz. Und wenn Besuch kommt, sagt meine Mama so, nee, da parkt immer der Nachbar, parkt am liebsten irgendwie da. Da ist keiner. Und so läuft es halt bei uns. Und ich und die Nachbarin betteln uns gerade um einen Parkplatz immer. Sie hat zwar eine Garage, aber sie hat immer früher, da wo ich jetzt parke, hat sie immer früher geparkt. Das wusste ich aber nicht. Und einen Monat lang habe ich sie auch nie auf den Parkplatz, wo ich bin, gesehen. Ich habe gedacht, da parkt einfach niemand, ne? Bis meine Mutter mir dann gesagt hat, ich klaue ja eigentlich so jedes Mal, jeden Mittag, weil ich mittags meistens zu Hause bin, wegen Video drehen und schneiden, immer den Parkplatz. Und dann irgendwann jetzt, ich glaube vor 2 Wochen oder sowas, habe ich dann gemerkt, oh, stimmt, die parkt da auch. Und das findet sie überhaupt nicht toll, weil sie dann dadurch ziemlich weit hinten parken muss, wenn ich da stehe. Und letztens stand sie dann auf dem Parkplatz, hat noch so richtig schön gelacht, so, guck mal, ich stehe hier auf dem Parkplatz, beziehungsweise bin hier auf dem Parkplatz und du musst jetzt weiter wegpacken, mir war das natürlich egal, dann laufe ich halt ein bisschen weiter, so, juckt mich nicht. Gut, ich hätte auch meiner Mutter den Parkplatz klauen können, aber das wollte ich nicht. Auf jeden Fall bin ich dann ausgestiegen. Lauf so zum Haus, also Richtung Haus und dann guckt sie mich nur an und fängt richtig an zu lachen. Die fängt so krass an zu lachen, die hat mich ausgelacht und ich weiß nicht wieso, meinte sie jetzt hier, weil sie auf dem Parkplatz ist, hat sie hier irgendwie, was weiß ich nicht, den Orden verdient oder weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden, warum sie mich ausgelacht hat. Ich bin in dem Moment aber so wütend geworden, weil ich diese Person einfach so hasse. Ich hätte ihr am liebsten Ding an den Kopf geworfen, wo ich mir aber dann dachte, nein. Die dreht den ganzen Spieß dann am Ende um. Und dann meint sie, die ist so eine Person, die würde wegen jeder Kleinigkeit direkt zur Polizei laufen und diese Person anzeigen. So eine ist sie halt. Die hat schon so oft Lügen verbreitet und Lügen erzählt. Je nach dem Motto, meine Eltern haben das und das erzählt, was überhaupt nicht stimmte. Und meinte dann, meinen Eltern quer zu kommen. Und meine Mutter ist dann aber richtig quer gekommen. Und auf jeden Fall... Stand sie dann da, hat mich ausgelacht und sie hat ihr Auto gewaschen. Leute, sie hat einen Eimer vor dem Auto gehabt und hat auf dem offenen Parkplatz ihr Auto gewaschen. Und der Boden war nass. Und ich weiß halt durch einen Nachbarn damals in Moers, dass man das nicht darf.
Ich habe mein Auto auch immer gewaschen, aber nicht, dass der Boden nass wird, sondern dass der Boden trocken bleibt. Und dieser Nachbar meinte dann einmal zu mir: Ich sehe, du machst öfters mal dein Auto sauber und mir ist aufgefallen, dass du nie den Boden dreckig machst, beziehungsweise nass machst. Ich so: Ja, kann ja sein, dass irgendwas auf meinem Auto drauf ist, keine Ahnung, irgendwelche Reste, keine Ahnung, Benzin oder Abgas oder keine Ahnung, was ich nicht alles ansammelt auf diesem Auto. Wäre jetzt nicht vorteilhaft, wenn das auf den Boden kommt, ne? Auch wenn wir da so eine Regen. Dings hatten auf dem Boden trotzdem. Und er so, ja, das ist richtig, das darf man nämlich nicht. Man darf nämlich nur auf Waschanlagen sein Auto richtig sauber machen halt. Oder auf seinem privaten Grundstück. Und das habe ich mir gemerkt, dass man das nicht darf. Auf jeden Fall bin ich dann richtig ausgerastet und habe dann zu ihr gesagt, also, wenn sie mich jetzt noch weiterhin auslachen, dann rufe ich ihn jetzt einfach gleich die Polizei raus und dann soll sie klären, wie sie den Boden hier am besten wieder sauber machen können. So. Dann guckt die mich nur so an. Wieso? Nämlich gesagt, ja, weil man in Deutschland sein Auto nicht auf öffentlichen Parkplätzen sauber machen darf und vor allem nicht so, wie sie es machen. Wollen sie vielleicht noch einen Hochdruckreiniger haben oder was? Danach hat sie mich noch weiter ausgelacht. Aber ich hätte es am liebsten getan, ich habe es aber sein gelassen. Ich habe natürlich nicht die Polizei rausgerufen. Beziehungsweise die Feuerwehr. Weil ihr Auto war krass dreckig und alles, was auf ihrem Auto war, ist schön nach unten gesifft. War nicht so schön. Ich habe zu ihr gesagt, ey, wir haben in Deutschland ganz viele Waschanlagen. Wir haben hier um die Ecke eine Waschanlage. Nein, nicht um die Ecke. Man muss da ein bisschen hinfahren, aber für mich ist es wie um die Ecke. Fahren Sie dahin. Machen Sie Ihr Auto sauber. Die hasst mich ja abgöttisch. Fast fertig. Könnt ihr die Kirche hören? Ich glaube ja. Was haben wir denn? 9:30 Uhr. Gleich fängt Gottesdienst an. Deswegen läutet die. Ich kenne die Zeiten alle auswendig. Also hier, ich glaube. Zu Fuß wäre es zu weit weg, aber so im Umkreis wüsste ich jetzt so 4 Kirchen, die wir hier haben. Wo ich den Gottesdienst auswendig kenne. Weil ich da ganz oft war bei meinem Konfirmationsunterricht. Man muss ja beim Konfirmationsunterricht, ich bin ja evangelisch getauft. Ich habe ja Konfirmation gemacht. Und ich musste halt, ich glaube 20 oder 22, ich glaube das waren 22, 24 Gottesdienste besuchen. Und ich bin halt immer zu verschiedenen Kirchen gegangen. Weil wir uns mal da getroffen haben und mal da getroffen haben, weil wir meistens in Gruppen gegangen sind oder halt, ich habe zum Beispiel in der Kirche Konfirmation gemacht, ich kannte aber auch Leute aus einer anderen Kirche, die da Konfirmation gemacht haben. Und dann haben wir uns halt trotzdem irgendwie so getroffen und haben dann halt zusammen den Gottesdienst verbracht. Genau, wir haben uns meistens mal hinten hingesetzt, weil wir da, ich bin ganz ehrlich, wir hatten da damals überhaupt keinen Bock drauf. Es gab einen Pastor, der hat das so geil gemacht, ja, da haben wir jetzt sogar unser Handy nicht in die Hand genommen, nichts. Der hat immer so geilen Gottesdienst gemacht, dass jeder gelacht hat, weil er alles so schön verfasst hat und witzig verfasst hat. Und dann gab es aber auch einen in der Kirche, boah, den haben wir so gehasst. Der hat immer so langsam geredet und du hast nichts verstanden und zum Einschlafen. Dass wir dann immer irgendwie unser Handy rausgenommen haben, aber da war immer meistens so eine Aufsichtsperson, in diesem Zeitraum, wo halt immer Konfirmation ist, die halt diese Konformanten oder wie auch immer man das nennt, Konformierenden, ach, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht mal mit aus, habe ich schon vergessen, ist schon zu lange her, auf die halt so einen Fokus gibt, oh, wie oft die Person bei uns war, Handy weg, Handy weg, Handy weg. Oh Mann, das war echt kacke. Und wenn wir dann halt zu lange am Handy waren, wollten die uns dann keine Unterschrift geben. Was damals nicht alles passiert ist. Und am Ende, Leute, waren wir gefühlt irgendwie 30 Mal bei diesem Gottesdienst, haben dann unsere Unterschrift natürlich irgendwann zusammenbekommen. Und dann sagt der Pastor von uns einfach, wir hatten den richtig chilligsten Pastor, den es überhaupt gibt. Wir durften sogar Rap in der Kirche hören. Wir haben Hotdogs gegessen, als wir Konfi-Unterricht hatten. Das war richtig geil. Der hat auch immer so gesagt, ja,
aus dieser Bibel lest ihr euch jetzt, lest ihr was vor, bla bla bla. Oder ihr dürft euch irgendwas aus der Bibel raussuchen, was ihr dann vorlesen müsst beim nächsten Konfi-Unterricht. Und jeder von euch bringt dann halt einen USB-Stick mit der Musik drauf, die ihr dann hören will. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Farid Bang oder sowas kam, so ein bisschen diese Songrichtung, der hat einfach missgehört. Dem war das so egal, was für Wörter dann durch die Kirche schreien, sagen wir mal so, beziehungsweise, ja, was für Musik da läuft. Und das war mega, mega cool mit dem. Und auf jeden Fall sagt er dann zum Ende hin, ja, hättet ihr jetzt keine Unterschriften gehabt, hätte ich euch trotzdem konfirmieren lassen. Wir so, was? Wir haben umsonst locker 15 Mal diesem langweiligen Pastor zugehört. Also, ja, das ist ja jetzt euer Problem. Der war so cool drauf. Der Mann, mit dem, also, der mich konfirmiert hat, hat mich auch getauft. Ja, das war halt, der kannte mich halt, ne? Ich wäre halt sowieso durchgekommen, aber das war halt schon eine coole Zeit, muss ich wirklich sagen. Konfi-Unterricht war bei uns richtig heftig. Ich kenne aber auch Konfi-Unterricht, zum Beispiel von meinem Ex-Freund. Boah, der war richtig krass, der war richtig krass. Also der war... Pff. Die haben so Sachen lernen müssen. Und sag mal, ja, kriegt ihr schon hin. Und der andere, der war richtig streng und die haben da richtige Sachen gemacht und so viel, was mit Gott zu tun hat und richtig, richtig streng. Und wir haben immer erzählt, wie cool unser ist. Wie viele Spiele wir spielen und sowas. War schon cool auf jeden Fall. Ja, Leute, ich beende das Video jetzt. Ich bin dann fertig mit Essen. Ich gehe jetzt runter, weil ich weiter essen muss. Ich wünsche euch jetzt allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen 1. Mai. Und ich hoffe, ihr freut euch auf später und auf den DM-Live-Voll, den ich gemacht habe. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Lieben.